Hallo, ich bin Talabia und ich stelle euch jetzt das Geo-Spezial vor. Ganz frisch, ganz neu, jetzt vom diesem Monat, gerade erschienen. So, jetzt gucken wir zusammen hier rein. Cooles Bild, oder? Hier gibt es ein paar Infos so über Berlin. Sachen, die ich auch nicht gewusst habe. 300.000 Reisende täglich durch unser Hauptbahnhof. Das ist mein absoluter Lieblingsort. Der Freischwimmer und der Club der Visionäre. Ein wunderbarer Ort im Sommer. Da kann ich Stunden verbringen. 17.000 Sonnenstunden pro Jahr. Kommt lieber im Sommer nach Berlin. Oberbaumbrücke. Richtig cool. Also Essen gehen in Berlin ist auch ein Traum. Also da gibt es so viele Orte, die beschrieben sind, denen muss ich auch mal wieder nachgehen. Der Time Supper Club. Richtig cool. Klar, Orchester, Theater, Musik, ganz groß hier. Charlottenburg, da habe ich ganz, ganz lange gelebt. Hier ist mein Kind groß geworden. Und hier gibt es so eine extra Charlottenburg-Route. Ich glaube, ich schnappe hier meine Tochter und da gehen wir auch noch mal kurz auf Entdeckertour. Das ist hier bei mir in der Nähe. Das ist die U-Bahn-Brücke hier an der Elberswalder Straße und da gibt es immer Musik. Brauerei, ganz tolle Kunstorte. Also das Ding in Bützow-Viertel habe ich sogar mal vor Jahren angeguckt als möglicher Ort für eine Schule. Und das war mal eine Schule, das ist die jüdische Schule und jetzt ein Restaurant drin und ja, habe ich auch schon gegessen. Lecker. Stadt der Millionen Ideen. Hier stammt auch die Idee für meinen Hotspot. Das ist die Künstlerin. Und hier war das der Sukiwashi Berlin, was ja, ich weiter beschreibe. Hotels in Berlin. Wirklich, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Berlin ist nie ausgebucht in Sache Hotels und ihr könnt euch wirklich in Ruhe echte Schmuckstücke aussuchen. Hier habt ihr einige Ideen und sofern ich weiß von Freunden, die uns besuchen, sind echt coole Designsachen dabei. Fußball ist nicht so ganz mein Ding, aber hier habt ihr einiges über die Berliner Fußball- und Sportszene. Und nochmal Kunst. Martin Gropius Bau. Genialer Ort, egal welche Ausstellung. Auch schon allein das Gebäude ist es wert, dahin zu gehen. So, hier ist die Übersicht der Hotspots. Und hier seht ihr sie auf der Karte. Das heißt auch ganz praktisch zum Suchen, zum Entdecken, zum Hingehen, zum Orientieren. Tja, das war das Geo-Spezial. Besorgt es euch, kauft es euch und kommt nach Berlin.